Ist dran Joe Weingarten. Frau Präsidentin, meine Frage geht an Herrn Bundesminister Pistorius. Herr Bundesverteidigungsminister, Sie haben vorhin die Schwerpunkte dieses Waffenpakets erläutert, das die Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat. Aber wenn Sie noch mal erläutern würden, welche Ziele in der Befähigung der ukrainischen Armee den aktuellen Waffenlieferungen, welche Ziele dahinter stehen, bitte. Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, was wir alle in den letzten Monaten seit Kriegsbeginn im Februar 2022 lernen mussten und in den letzten Monaten besonders, ist die Bedeutung von Luftverteidigung. Die Luftverteidigung, insbesondere durch deutsches Material, aber auch Material aller anderen Partner, ist Garant gerade dafür, dass der Luftraum über der Ukraine so sicher ist, wie er ist, dass so wenig Angriffe mit Drohnen und anderen Luftfahrzeugen der russischen Streitkräfte großen Schaden in der Infrastruktur anrichten. Deswegen ist unser Beitrag, der gemeinsame viele, aber vor allen Dingen auch der deutsche in diesem Feld, von zentraler Bedeutung für das, was gerade passiert, nämlich die Verteidigungslinien zu halten, Geländegewinne zu versuchen und die russischen Streitkräfte aus den besetzten Gebieten zurückzudrängen. Dazu gehört gleichermaßen und gleichbedeutend natürlich unsere Kompetenz auf dem Gebiet der gepanzerten Gefechtsfahrzeuge und der Pionierfähigkeiten, die eine große Rolle spielen bei allen Truppenbewegungen, bei allen Angriffs- und Verteidigungsbewegungen. Zentrale Bedeutung, gerade die Kampfkraft der Leopardpanzer, selbst der Serie 1A5, sind beachtlich und leisten einen großen Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Vielen Dank. Keine Nachfrage? Zu diesem Thema gab es eine Nachfrage aus der Fraktion Die Grünen. Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, ich glaube, die russischen Aggressionen setzen auch immer eine Solidarität mit unseren mitteleuropäischen Partnern voraus, insbesondere Polen. Ich war in Zamość gewesen, habe mich da über die sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen den polnischen und den deutschen Streitkräften am System Patriot überzeugen können und wollte einfach fragen, wie Sie dazu stehen, diese Zusammenarbeit auch über den 30.06. hinauszuführen und so eben auch die Solidarität zwischen Deutschland und Polen hier nochmal sehr deutlich zu machen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, wir haben ein großes Interesse, dass unsere Systeme, die Patriot-Systeme, effizient, sinnvoll und dem Schutzzweck entsprechend eingesetzt werden. Das ist in Polen aktuell der Fall, gerade auch wegen des Aufbaus des Instandsetzungshubs, der noch nicht am Netz ist, hat besondere Bedeutung und deswegen gibt es keinen Grund, aktuell davon abzuweichen. Ich habe zu diesem Thema noch eine Nachfrage von dem Kollegen Hunko aus der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Wir erinnern uns alle an die Debatte auch, die wir hatten zur Lieferung der Leopard 2 Panzer. Nun hat das ukrainische Verteidigungsministerium gestern in einem offiziellen Tweet Bilder veröffentlicht, die diese Leopard 2 Panzer mit der schwarz-roten Fahne der OUN oder später des rechten Sektors zeigen. Ist Ihnen das bekannt, also nicht die blau-gelbe, sondern die schwarz-rote der Nazi-Kollaborateure, ist Ihnen das bekannt und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Den Abgeordneten, der Sachverhalt ist mir noch nicht bekannt, ich werde mich damit beschäftigen. Die nächste Frage.